Ja, hallo, Dorothea. Schön. Wir haben heute ein ganz besonderes Projekt oder auch jetzt die letzten Tage gehabt. Und da haben wir einfach mal geschaut, wie kann eben auch jetzt Klassik und Rock, ist das kompatibel? Wenn eben auch da die Schwingung zusammenkommt, haut das hin. Und das war echt ein aufregendes Projekt. Ja, ich fand das auch ziemlich spannend, ja, mit dir zusammen ein Lied zu machen. Und ich habe auch am Anfang gedacht, wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Aber wir haben eben doch sehr unterschiedliche Stile. Aber es hat mir total viel Freude gemacht. Ja, also mir hat es auch richtig viel Freude gemacht. Das, wie soll das gehen, das habe ich mich auch gefragt. Weil irgendwo hat doch jeder seinen Stil. Und es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt durch ein Lied plötzlich unseren Stil ändern und ich jetzt zum Klassiker werde und du jetzt Rockmusik hören musst. Aber doch das Interessante eben darin, doch diese Schwingung zu erleben, zu merken, hey, da ist eine Bewegung, da ist wirklich eine Vision. Das Lied geht in eine Richtung, da sind nicht zwei Kontraste. Also das hat mich wahnsinnig angesprochen. Ja, eben, ich merke auch, dass ich einfach deinen Stil mehr schätzen gelernt habe. Also eben dieses Direkte und Klare, wie du die Dinge ausdrückst und eben auch so ehrlich und authentisch. Ich wüsste eben gar nicht so, ob ich das könnte. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt müsstest. Eben, das ist ja das Besondere eben auch an diesen Kontrasten. Also ja, ich finde das so toll eben auf der anderen Seite bei dir. Diese Wortwahl, die ist wirklich bedacht bei dir. Du hörst zu, wirklich, da wird auf einen eingegangen, dann ist es aber auch dann bei der Musik so, dass man unheimlich viel im Vorfeld einfach an Verbindlichkeit mitbringt. Wo wir wirklich, ich sag mal, eher drauf loskloppen und gucken, dass irgendwas bei rumkommt. Da haben bei euch dann die Musiker die Noten noch angefordert und die haben wirklich gesagt, hey, wir müssen doch üben, da ist eine Disziplin, da ist eine Verbindlichkeit drin. Und die hat mich ganz, ganz groß begeistert und bewegt auch. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ja, danke. Und ich finde eben deine Musik total mitreißend. Und dass du eben diese, also deine Texte sind einfach sehr mutig und wachrüttelnd. Und also das imponiert mir wirklich sehr. Das ist super. Schön. Es ging aber auch wirklich, man hat gemerkt, die Herzen haben wirklich gleich geschlagen. Ja. Jetzt zwischen uns beiden, aber auch mit den Musikern, das war einfach, es war kein Gebeiße, kein Gedrücke da, es war einfach eine Harmonie, also wirklich fantastisch. Also ich muss echt sagen, habe euch sehr, sehr lieben gelernt, ne? Also vielen Dank. Ja, und ich habe eben gemerkt in dieser Zusammenarbeit, wenn wir vom Herzen her verbunden sind, dass dann einfach unsere Gegensätze sich wirklich auch ergänzen. Und dass es dann nachher eine wundervolle Sinfonie gibt. Ne? Stimmt, ja. Super. Ich liebe dich, ne? Genau. Ich auch. Und deinen Stil. Ja, den meine ich doch. Genau. Super. Jetzt singen wir was vor. Unser Lied vor. Jetzt rocken wir die Halle. Ja, wir machen jetzt klassischen Rock. Okay. Und das machen wir zusammen eben mit einer ganzen Menge Leute. Das ist Familie, ne? Ganz viel Familie, aber auch ganz enge Freunde. Mhm. Und genau. Genau. Ja. Macht einfach mit, oder? Ja. Hier auf unserer schönen Welt, in der man uns mit all der Spaltung schwach und ganz alleine hält. In der Zeitung und der Glotze sticheln sie uns ständig an, zwingen uns in ihre Herrschaft, der man schwer entkommen kann. So ziehen wir in ihre Kriege, die kein Mensch jemals versteht. Kein Gefühl für unsere Nächsten, weil sich alles um uns dreht. Doch inmitten dieses Wahnsinns, dieser aussichtslosen Zeit, sieht es aus, als wenn die Menschheit sich aus diesem Kampf befreit. Ich sehe, wer du wirklich bist. Ja, ich kann hören, was du zu sagen hast. Ich kann dich spüren, weil in uns diese Antenne ist, deren Schwingung voll synchron zusammenpasst. In unseren Unterschiedlichkeiten und im gegenseitigen Respekt werden wir eins für diese neue Welt, die ungeahnte Kräfte in uns weckt. Moslems gegen Juden, Christen gegen Christen, Sport
Ortsfeld schlagen sich Ausländer gegen Faschisten. Doch im Kampf legt sich der Nebel und wir sehen uns ins Gesicht. Grad noch Steine in der Hand, doch werfen können wir sie nicht. Der Krach verstummt um uns herum und endlich wird uns klar, dass der wahre Feind nicht der dagegenüber von mir war. Die Schwingung unserer Herzen, so gleich als wären sie eins. Trotz vieler Unterschiede fühlt meins genau wie deins. Ich kann dich sehen, ich sehe, wer du wirklich bist. Ja, ich kann hören, was du zu sagen hast. Ich kann dich spüren, weil in uns diese Antenne ist, deren Schwingung von Synchron zusammenpasst. In unseren Unterschiedlichkeiten und im gegenseitigen Respekt werden wir eins für diese neue Welt, die ungeahnte Kräfte in uns weckt. Spaltung zu überwinden, die Wahrheit zu erkennen und zueinander zu finden. Da bekennen Juden und Muslime gegenseitig Respekt, weil trotz Glaubensunterschieden nur ein Gott in beiden steckt. Und die Linken sehen den rechten Kämpfer für Gerechtigkeit. Beide reichen sich die Hände, weil die Schwingung sie befreit. Da sprechen wir nur eine Sprache, da verstehen wir uns echt. Eine Wahrnehmung für alle, ein Urteil heilig und gerecht. Ich kann dich sehen, ich sehe, wer du wirklich bist. Ja, ich kann hören, was du zu sagen hast. Ich kann dich spüren, weil in uns diese Antenne ist.